You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's your time no more? Und dann in die andere Übung reinwechseln, dass wir relativ schnelle Wechsel haben. Okay? Die zweite Übung ist dann unser Hocker-Tapper. Dafür steht unser Hocker hier neben. Wir machen das Mama-Workout. Das heißt, wir werden gleich tap, 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 auf und ab tappen, so schnell es geht. Und dann auch wieder 15 Sekunden schön durchhalten. Der Timer wird dann gleich wieder aktiviert. Als dritte Übung kommt dann ein Handtuch-Latzug. Mit dem Handtuch-Latzug werden wir einen Ausfallschritt kombinieren. Dafür wenn wir unser Handtuch nehmen, zack, nehmen unser Handtuch, gehen in den Ausfallschritt, ziehen runter und wieder hoch, ziehen wieder runter und wieder hoch. Danach haben wir eigentlich schon die großen Stehenübungen durch und wir kommen in den Push-Up. Wir haben wieder 15 Sekunden Zeit, um zu regenerieren, wir gehen runter, haben unsere Push-Up-Variante, wir können auf den Knien arbeiten, wir können auf den Knien als Arm arbeiten, wir können oder wir können auch schön ganz normale Push-Up durchziehen. Das dann auch nicht so lange wir können. Danach kommt die Übung. Hier ist ein bisschen Expertise. Danach kommt die Übung, die hat ein bisschen mehr Feuer in sich. Und zwar ist es ein gestütztes Klappmesser in einem Bärenstand. Das heißt, wir stützen zu mit der rechten Hand. Unser linkes Bein ist unser zweites Stützbein. Strecken unser rechtes, nehmen unser linke Hand und versuchen zur Zehenspitze zu kommen. Dafür machen wir auch mal 10 Wiederholungen. Und wechseln dann die Seite. Das heißt einfach rumschwingen und wieder hoch. Und dabei die Balance halten. Und dann zu guter Letzt zum Auspowern machen wir unseren krassen Mountainclimber mit den Tüchern. Dafür drehen wir uns dann auch einmal um, Gangster dumm. Und kommen in den Mountainclimber. Alright? Dann macht euch schon mal mental bereit, denn gleich geht's los. Ich hoffe, ihr seid schön aufgewärmt. In 10 Sekunden geht's wieder los. Macht euch schon mal bereit, denn jetzt geben wir Feuer. 3, 2, 1. Oh.
So, liebe Schützerfamilie, wir haben wieder das Workout durchgeknallt. Ihr seht, wir sind ordentlich am Schwitzen. Ihr macht auch